Seit dem Jahr 2012 gibt es den Triathlon Regio Cup. Die Idee dazu hatten die Sportregion Stuttgart sowie der Baden-Württembergische Triathlonverband. Seit 2 Jahren ist es so, dass wir diese 9 Veranstaltungen im Programm haben mit dem Neustädter Sörenberg Triathlon. Und auch dieser Triathlon ist jetzt im 2. Jahr gewachsen, hat jetzt dieses Mal, so was ich mitbekommen habe, um die 200 Teilnehmer, was sehr schön ist, dass auch Nachwuchsathleten jetzt hier mit dabei sind. Und der Regio Cup dient dazu, dass die verschiedenen Wettkämpfe letztendlich zu einem regionalen Bewusstsein, zu einer regionalen Identität führen sollen. Ich glaube, das ist für unsere Region Stuttgart wichtig. Gerade auch der Sport schafft Identität. Und wenn man sieht, wie hoch das ehrenamtliche Engagement in der gesamten Region ist, kann man sich nur darüber freuen. Und ich glaube, wir sind eine echte Sportregion. Bei der Premiere im Jahr 2012 bestand die Serie aus 6 Triathlon-Wettbewerben. Die Zahl der Wettkämpfe, die in die Regio Cup-Wertung einfließen, hat sich im 4. Jahr auf 9 Wettbewerbe gesteigert. Der Auftakt dieses Jahr erfolgte bereits im Mai in Waiblingen und auch die Abschlussveranstaltung wurde im Stadtteil Neustadt der Kreisstadt durchgeführt. Der Neustädter Sörenberg-Triathlon bildete 2015 den Schlusspunkt des Triathlon Regio Cup. Für uns im Mittelpunkt steht natürlich klar der Regio Cup Wettbewerb und da ist das hier die letzte Veranstaltung, die Finalveranstaltung. Wir werden hier nachher auch dann um 15.30 Uhr die Siegerehrung, Gesamtsiegerehrung vom Regio Cup hier abhalten. Und auch da denke ich, dass wir neue Teilnehmer-Rekordzahlen vermelden können. Das muss man jetzt erst abwarten, wer heute alles ins Ziel kommt. Er hat natürlich kühl angefangen, aber jetzt haben wir besten Sonnenschein. Damit sind wir natürlich voll zufrieden. Wir sind für uns selber ziemlich gut organisiert gewesen, haben es eigentlich auch soweit ganz gut im Griff gehabt. Wir sind auch alle pünktlich gekommen, die Zeitmessfirma war pünktlich da. Und wenn das alles soweit funktioniert, dann hat man eigentlich auch ziemlich wenig Stress. Eine gesonderte Anmeldung zum Regio Cup war nicht erforderlich. Jeder Athlet, der an mindestens 4 der 9 Wettkämpfe teilnahm, kam automatisch in die Wertung. Besonders fleißig war Ulrich Heck aus Stuttgart, der bei allen 9 Veranstaltungen antrat und auch jeweils ins Ziel kam. Ja gut, man ist tatsächlich froh, dass man alle 9 geschafft hat, denn es kann ja irgendwie was passieren, gesundheitlich, dass man sich irgendwie verknackst oder sowas, oder dass das Fahrrad kaputt geht und man disqualifiziert wird. Von daher ist eigentlich toll, dass man wirklich 9 schafft. Ich hoffe auch, dass es 9 werden, es kann ja noch was passieren. Bei den Frauen nahm Anne Schadeck vom VfL Sindelfingen an 7 der 9 Wettkämpfe teil und kam auch hier jeweils ins Ziel. Ja, hier ist natürlich super, super Wetter am 3. Oktober und ich glaube, alle Läufe waren durchweg schön vom Wetter. Und wie immer super gut organisiert, also es ist immer eine schöne familiäre Atmosphäre, es ist ganz entspannt mit der Anreise, nicht so wie die großen Wettkämpfe und von daher, ich komme immer gerne. Der Wertungsmodus lautete 4 aus 9. Man musste mindestens 4 der 9 Wettkämpfe absolvieren, um in die Gesamtwertung zu kommen. Die erreichbaren Punkte pro Veranstaltung waren abhängig von der Platzierung und der Anzahl der Teilnehmer. Besonders erfolgreich waren Jan Karzburg des SV Ludwigsburg 08 und Anne Schadeck vom VfL Sindelfingen. Im Seniorenbereich erreichten Ulf Operndörfer und vom TC Backnang Christel Bornträger-Schestag die meisten Punkte des diesjährigen Regio Cups. Der Triathlon Regio Cup soll im Jahr 2016 fortgesetzt werden.